So, hallo, wir machen weiter. Bei Deltarune, letztes Mal haben wir das erste Stockwerk vom Haus oder Schloss von Queen gemacht und jetzt sind wir im zweiten Stockwerk. Wo wir schon ein paar kleine Rätsel hatten, aber so richtig denke ich, geht's jetzt erst los. Schauen wir mal, was uns erwartet. Hier würde es weitergehen, da will ich noch gar nicht lang. Wir gehen erstmal unten rum. Denn hier war auch noch ein Weg, genau. Okay. Ah, hier ist auch so ein Schalter. Ah, hier ist auch so ein Weg hier. I see. Room has been closed due to kitchen vermin. Okay. So, komme ich jetzt hier irgendwie längs? Ah, das ist nicht so klug, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so klug, hier lang zu gehen. Andererseits, wofür macht man überhaupt den Weg hier auf? Also, ja. Okay. Die kann ich alle nicht öffnen. Was denn los mit euch? Oh my, the kitchen is infested with vermin. I knew we should have properly finished dumping all the cheese in that alleyway. Ouch, the mouse can't get me up here. Even if the ouch stove is burning my feet. Bruder! Wenn hier nur Mäuse sind, dann chillt doch mal. Maus! And it's not wearing a wig. Okay, was ist hier für eine Maus? Wow. Hypermaus jetzt oder was? Okay, Hypermaus. Mouse wheel spins into you. Ja, let's go, mouse wheel. Okay, catch. Ach du Schande, wie viele sind das denn? Okay, man muss also ganz viele fangen. Okay, ich verstehe. We are grippable, we are many. Ja, aber ihr könnt trotzdem nichts. Na gut, dann machen wir wieder Catch für alle. Ah, es war nicht so viel. Ah, es war nicht ganz so viel, aber mit der nächsten Runde haben wir es dann. Ja, wow. Oh my goodness. Jetzt schießen sie auch noch. Alles klar. Sollte ich es riskieren? Komm, wir riskieren es. Wir machen nur Catch. Hier machen wir S-Action. Und dann hoffen wir, dass es reicht, um zu sperren. Wollen wir es mal hoffen, dass es so funktioniert. Jetzt habe ich nämlich den kleineren, genau. Aber das war gut. Ja, sehr gut. It's still rolling out of control. Suddenly. We'll take it from here. Ja, nice. Die haben es rekrutiert. Sehr schön. Okay. Seid ihr jetzt happy? Thanks for the help. We'll open up the East Dining Hall now. Ouch. How do I get down from here? Geh doch einfach runter. Junge, du bist Queen's making us prepare a massive feast for her upcoming guests. I wonder if people can really eat platters though. Ja, nee. Es wäre schon schön, wenn da auch was zu essen drauf wäre, ne? So, dann gehen wir gleich wieder speichern. Wir gehen ja ständig speichern. Ihr kennt mich. Hier geht ja aber auch schnell mit der Abkürzung hier. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. So. Aber was ich nicht verstehe, wozu machen wir den Weg in der Mitte überhaupt auf? Wenn wir auch ganz chillig sowieso außen rum gehen können. Also der Weg in der Mitte ist ja nur gefährlich. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Irgendwas sagt mir, ich will nicht auf die Dinger laufen. Aber irgendwie will ich es dann doch. Okay. Es juckt einfach nicht. Was ist das hier? Okay, gleich kommt wieder ihr Bildschirm. Ach echt, it's locked. What's with this giant empty room anyway? Ah ja. Welcome to my extravagant dining bonanza. Oh mein Gott.
Only one of these delicious platters has the key. I am sure searching will be an addicting game of chance. How the hell are we gonna search all these? Huh. Lasst mich erstmal gucken, ob man vielleicht irgendwas erkennen kann. Also erkennen kann ich bisher nichts, dass irgendwo der Schlüssel raushängt oder so. Keine Ahnung. Da hätte ja sein können, dass das so ein Gag wieder ist. Okay, wir gehen erstmal raus. Ich will erstmal gucken, was passiert. Ich werde hier noch keine Platte ausprobieren. Das könnte jetzt wieder so ein Gag sein oder... Oh, ja, wir gehen erstmal raus. Ah, ich verstehe. Ich muss was ausprobieren. Okay, ich wollte gerade sagen, es könnte halt wieder so ein Gag sein, dass man einfach automatisch den richtigen findet und siehst dann so, oh nein, wie kann das sein? Achso, aber die sind auch einfach leer und es passiert nichts Schlimmes. Error results, key not found. Did you mean give up? Oh, die ändern sich nach dreimal. Hey Chris, isn't there something else we can do? Ich mach mal immer den gleichen. Okay, also ich verstehe. Sie macht immer, man darf immer nur drei ausprobieren. Okay, haben wir mit unseren Key-Items irgendwas? Cellphone. Ah, nein! Nein, nein, es tut nein, nein, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich rede drüber, dann ist es für euch nicht so laut. Ah, okay. Aha! There's something under this one. Don't try to run away, you little. Hey, wait a sec. Lol. Oh, ich kann das steuern. Ja, chillig. There's the key. Now we just have to... It broke it. Nein, Hundi. Ja, oder so. Oh mein Gott. Haha, was that awesome or what? Maybe minus the blatant destruction? Let's go, Chris. We are almost at the third floor. Okay, ich darf auch nicht mehr zurück. Okay, da ist was mit einer Vase. Da ist... Supreme Table. You won't be able to use this without the Throne of Gods. Okay, also hier komme ich nicht weiter. Ich weiß noch nicht, warum ich da weiter wollen würde. Dann geht nur dieser eine Weg. Susi, mach bitte nicht die Vase kaputt. Susi? Can you please not? Oh mein Gott! Okay, das war mein Fehler. Gut. Aber die haben wir mit einem Schlag rot. Und zwar folgendes. Er ist ja schon gelb. Das heißt, er muss einmal warmified werden. Dann Susi muss half-warm den Orangenen machen. Und dann kann Relsi direkt den ersten rausnehmen. Genau. Easy. Ach, oh mein Gott, ey. Ach mein Gott! So, jetzt können alle rausgesperrt werden. Easy going. So, Abflug. Achso, jetzt sind die aber eh schon kaputt. Okay. Ja, jetzt ist da eh schon keiner mehr. Aber das sind drei Türen gewesen. Okay, dann gehen wir erstmal durch die Türen. Okay.
Was bist du denn? Ah, okay, ich verstehe. Also die zwei auch. Okay. Muss ich die alle auslösen? Was ist das für ein Quatsch? Wie sieht es energietechnisch aus? Kann ich es mir leisten? Ja, komm. Ah, warte, ist das vielleicht gut, wenn ich die, irgendwie so mache, dass die nicht... Dass die relativ gleichzeitig schießen? Ja, das wird wieder nichts, ne? Na komm, wir probieren einfach mal alle auszulösen. Wird schon schief gehen. Oh mein Gott, es geht tatsächlich. Eieiei, Glowshard. Was war Glowshard nochmal? Its value increases each chapter. Ja, dann behalten wir das erstmal. Ja, gut. Ja, gut, so. Ich hoffe, wir kommen wieder bald zu einem Speicherpunkt, weil gerade ist energietechnisch nicht so geil. Okay, jetzt geht's in den nächsten Floor. Das heißt, da müsste dann die nächste Abkürzung auch bald kommen. Jetzt müsste wieder ausweichen. Ja, sheesh! Ach, die hüpft jetzt auch noch rum hier. Okay. Gut, Susi hat's geschmeckt. Okay, das war lecker Kaffee scheinbar. Susi mochte es. Das ist ja okay. Aha. Ist das so eine Abkürzung? A book here about preventing backtracking. Oh, ja, ich wollte jetzt nicht reinlaufen, Birdly. Chris, Susi, Susan. Glad to see you arrive unwounded. Now let us hasten. So, here is a secret passageway to the roof. Ja, ich will aber nicht dahin. There we can in rescue Lady Noelle. Ich will das mal speichern, Kollege. Okay. Nein, Susi! Nicht jetzt rein! Nicht jetzt! Nein! Oh, Chris. Chris is... Chris, you and your lucky distract queen. Let's go, Susi. Just the two of us. Haha. Fine, whatever. Was? Hä? Hallo? Chris, do you think of me as your lackey? Of course not. You mean, you think of me as more than a lackey? Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Ja, so geht's auch. Susi has gone into a big hole with Birdly. You are filled with the power of book holes. Also, okay. Ja, preventing backtracking. Okay, also jetzt darf ich aktuell nicht mehr zurück. Na gut. Was gucken die sich denn da an? The Knight created the fountain and this world. It might be even more powerful than Queen. For now. The Knight. The Queen has been very interested in this video recently. Where the Knight creates the fountain by its own hand. Well, it's that and Cyber City's Funniest Home Videos. Können wir die bitte gucken, Cyber City's Funniest Home Videos? Ich möchte sehen, wie jemand auf eine Bananenschale ausrutscht oder so. This is today's dinner entertainment. I've heard it's called The Birth of a Fountain. What an elegant name. It's a video of someone creating a strange pillar of smoke. There's so much smoke, it's hard to tell who it is. Ah, I see, I see. Also wer auch immer diese Fontänen kreiert, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen jetzt, dass es schon mal jemanden gibt, der die erstellt. There's a book about secret passageway construction. Hier geht's auch weiter.
A giant lake of acid? Oh, you mean the free pool? You will learn to love it like family. Why do you have this? It is my mansion's energy source and fun to drink. Bye, ha ha ha. How should we pass this? Hier ist ein Schalter, aber wir lassen... Ich will aber jetzt nicht... Ja, ich will aber jetzt nochmal zu dem anderen Gang. Mann. Was ist dumm? Now we have to think of... Danke, dass ich fertig lesen kann. Hallo, ich will... Okay, also ich darf hier nicht anecken. Also ich darf schon, aber... Immer dann werden die so blau, die Häuser, wenn ich da anecke, oder was? Ich gehe einfach an allen vorbei. What are these little houses? Just tropical villas for my... Ich kann so schnell nicht lesen! Chris, get the banana. Chris isn't going to do what you say. Doch, ich hole mir die Banane. Das habe ich mit dem Auto auch schon gemacht. That's okay, Chris. It's good for you. Ja, eben. Bananen sind lecker. Wieso ist es jetzt nicht blau geworden, dieses Haus? Looks like we're coming up on the tunnel. Da heck? There's something blocking the way. Maybe we can find some way to get rid of this. A giant hand. Sure would be nice to be pet by something like that. Na, muss nicht. Looks like a certain bird is having a ride on the acid river. Ach, du grüne Neune. So, hier geht schon mal nicht weiter. Also hier geht's theoretisch weiter. Ich wüsste doch schon gern, was da oben noch ist. Hä? Ah, hä? Also entweder so oder so. Hä? Ich bin verwirrt. Wir gehen erstmal den anderen Weg. Ach so, da muss ich den hier machen. Jetzt kann ich hier hoch. Ja gut, aber die sind ja eh am Schlafen. Dann kann ich hier Defend. Und dann kann ich hier, Pacify. So. Machen wir nochmal Defend. Und nochmal Pacify. Ja. Und da ist eine Truhe, siehst du? War gut hier hinzukommen. Revive Dust. Okay. It seems that peace has returned to the castle. Ja, fantastisch. Jetzt könnte man da hochlaufen. Aber so komme ich nicht zurück. Aber ja, aber das bringt ja dann so nix. Also der kann nur das an- und ausmachen. Der kann halt das hier, aber dann kann ich das darüber setzen, aber das bringt ja wie gesagt... Hä? Ich bin leicht verwirrt.
Ich meine, ich kann ja nach links, rechts weiter, das weiß ich, aber ich wollte ja mal da nach oben weiter. Hier wollte ich mal hoch. Aber da kann ich jetzt nicht hoch. Muss ich das so rummachen? Wait a moment. Geht's jetzt? Ah, jetzt kann ich hier hoch. Oh, da geht's auch weiter. Oh shit, ich glaube, da geht's weiter. Nein! Oh, ich weiß nie, wo es weitergeht. Aber das war schwieriger. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Ich hoffe, das ist nur ein Bonusweg. Ja, das sind auf jeden Fall Truhen. Das sieht nach Bonus aus. What? Ja, okay, dann hat die Maus jetzt beide Truhen bekommen. Aber die Maus muss noch in das andere Haus rein. Sounds like the bridge was waste. Okay, also die Truhen kriegen die Mäuse nicht. Kriege ich nicht, ist in Ordnung. Jetzt kann ich hier rüber. Zu einem anderen Schall. Ach so. Das macht jetzt die Hand weg oder was? Looks like the hand is out of the way now. Pulling the lever back would undo the high five. Ja, okay. You can't undo a high five. Ja, okay, alles klar. Jetzt ist hier ein Weg offen. Wo komme ich jetzt? Ach, jetzt komme ich hier am Anfang wieder raus. Okay, dann wollen wir jetzt aber nochmal hier nach rechts gehen. Meine Herren. So, genau, hier nach rechts. Das ist halt das, was ich meine. Man weiß nie, was der wichtige Weg ist. Thank you for your help. I had gone up there to a little house cleaning and got stuck. Okay, warum war Little House Cleaning jetzt so gelb? LOL. Ja. Das ist jetzt nicht so gut. Ja gut, das tut mir jetzt leid, ne? Können wir das irgendwie verhindern? Nee. Das ist ja blöd jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich meine, es ging ja nicht anders, ne? I suppose we just have to let it go this once. Vielen Dank für deine Einsicht. Geht jetzt hier noch irgendwas anderes? Geht jetzt der Weg da oder so? Nee, also es ist einfach nur... War einfach nur für einen Gag jetzt, oder was? Okay. Nehme ich auch gern mit einen Gag. Hauptsache, ich habe nichts verpasst. Hauptsache, ich habe nichts verpasst. So. Hey, der Schwan ist wieder gut. Let's go, Chris. Jetzt sind wir in dem Tunnel. Es ist so ein Liebestunnel. Solltest du was darstellen? Chris, hey, Chris. It is... Nein, das Gerät wird nicht neu Alter, ich hasse dich manchmal, Windows. Lass mich in Ruhe. It is strange to say. It's nice spending time alone with you like this.
It's strange, I feel the same. Es ist immer. Das ist jetzt wieder so ein Ding, ne? Also ich shippe jetzt nicht Chris und Ralsei. Aber so freundschaftlich, ja. Aber jetzt it's strange zu sagen, ist halt auch wieder. Also I feel the same is too much und it's strange ist zu gemein. Ich meine das I feel the same, ich meine das freundschaftlich. So. I'm happy hearing you say that, Chris. When we first met, I was so nervous about first impressions. I even hid my face so you wouldn't see. How do I even be a friend? All I have to do is be nice, is what I thought. But I'm starting to realize being friends is more than that, isn't it? Susie, sometimes she isn't nice at all. She's selfish, she's rude, she's sarcastic. But isn't it wonderful that she's her? Is what I started thinking today. And of course, Chris, it's nice that you're you. Yeah, it's nice that Ralsei is Ralsei, das stimmt. Huh? No one's ever said that to me before. I mean, everything's a first for me, but hearing it from you, it means a lot, haha. I just wonder what being Ralsei-like even is. Aktuell ist Ralsei-like sich immer zurücknehmen, immer freundlich sein, es allen recht machen wollen. Ich komme nicht aufs Wort. Er ist ja sehr, sehr friedensbedürftig. Also er will auf keinen Fall Konflikte und sowas haben. Aber das ist ja auch richtig so. Sorry, haha, I got off track. Let's just enjoy the ride, Chris. Haha. Ah ja, es ist so eine Art Liebestunnel. Man beginnt Gespräche, unterhält sich nett. Also kann ja auch freundschaftlich sein, ist ja alles in Ordnung. Wow, Chris, look at all those houses. I wonder what'll happen if we change their color. Yeehahaha. Those swarms really thought. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kriegen wir jetzt bitte die Rules Card Musik? Kriegen wir jetzt bitte die Rules Card Musik? Those had seen the last of me. Bitte ja. Ja. Rules Card Musik. Das ist das Beste an ihm, seine Musik. Er selber ist, naja. Chips ahoy, the land of lovers. Are the ready to visit the devil's own slocker? Could you not speak with more than one accent? Yes, all right. Oh, Mr. Wools, I just remembered. Lancer, he's not well. Oh dear, didst du drei Burping him? Perhaps give him a sip of medieval ginger ale? Wait, I have not time to spare on such frivolities. I must conquer this island and defeat you. Then gifting it her a succulent island present. The beauteous queen shall reward me by making me her left-hand man. Ha, me, the ultimate minion. Now behold the form of Throne Destroyer. Whatever the thing is. This again? Haha, squirming with jealousy at my battle caravan. Ist das das, was wir damals gebaut haben? Nee, wir haben doch was mit der Ente gebaut, ne? This is an effigy of an ancient god of combat. I rescued it from the king's trash heap and fixed it up in this world's scrap shop. It's actually a rejected design we made. Ja, doch, das ist genau das. Okay. Ach so, aber er hat ja hier. Okay. Der Gag funktioniert jetzt nicht, weil ich keinen Dings hab. Keinen. Hier, ne? Weil wir direkt in Chapter 2 gestartet haben. Eigentlich hätte das Ding jetzt einen Entenkopf und solche Geschichten. So hab ich's nämlich gebaut. In meinem ersten Chapter am Computer. Und jetzt spiele ich Chapter 2 an der Switch. Und deswegen, ja, ist es jetzt nicht das Gleiche. It's actually rejected a design we made. Ha, and soon thou shall taste this rejection. First hand in the forms of various bullets.
Okay, wir spielen jetzt also Thrash Machine Reluctantly Fights You. Okay. Irgendwas müssen wir mit den Häusern machen. Ich muss... Entschuldigung, ich muss niesen. Okay, Ruhe. Ah, ja, 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 ja. Ich sehe schon, es geht jetzt um diese Häuser. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie den Weg zu ihm bauen. Take House alleine kostet nichts. Ich würde erstmal TP aufbauen. Und Welsi soll auch mal das Track machen. Okay. Claim with A. Too far from own territory. Okay, also ich verstehe, wie das funktioniert. Finished. Welsi distracted rules will place one less house next turn. Okay. Also wir müssen mehr Häuser als er am Ende haben. So, jetzt haben wir schön TP generiert. Jetzt können wir da nämlich auch mal mehr acten. Kann ich Take House 4 machen? Ja, perfekt. Ab dafür. Ich muss ja eigentlich nur verhindern, dass er mehr Häuser nehmen kann, ne? Also, dass er da eingeschränkt wird in seinem Kram. Dann habe ich ja schon gewonnen. Wenn er nämlich nicht hinkommen kann zu weiteren Häusern, ist es die Runde mal durch. So, und er kann jetzt schon eins weniger setzen diesmal. Mal gucken, was er macht. Ja, zwei hat er gesetzt. Ja, das war's dann für ihn. Ah, ich bin dumm! Mist, das sind nur 29%. Wie viel kann ich jetzt setzen? Aber trotzdem war es das für ihn. Wenn ich zwei setzen kann, war es das schon. Ich kann sogar drei setzen. Ja, let's go. Dann kriege ich hier eins hin. Hier eins hin. Und das war's. Wo soll er jetzt noch eins hinsetzen können? Außer er kann welche zerstören. Weiß ich nicht. Card, what happens if we win? Ja, und das war's. It seems the game has been overed. What house does you have more houses? Cut the battle. You won. Nice. Ah, Soldo has triumphed. Not, you have only seen but one percentile of my weapon's abilities. Jihahaha. Das Ding explodiert eh. Behold, Worms. The real power of Rules Card. Oh, er wird genauso versteinert jetzt wie Lancer. Gott. Damn it. That's right, Rules isn't compatible with this world either. Well, let's go, Chris. Wollen wir ihm nicht auch helfen? Wollen wir ihm nicht? Hallo? Wollen wir nicht mit? Okay. Wir helfen ihm auf dem Rückweg. Oha. Oh, jetzt gibt's das Foto am Ende dieser Schwanenfahrt. Bitte lächeln. Looks like the ride's almost over, Chris. Oh, there's a camera. Should we pose? Oh ja, Hugwelsi ist schön. Das machen wir. Chris? Es ist ja, wie gesagt, also, er checkt halt nicht, also wie, ne? Ja, also, es ist ja, ich check das schon. Es ist gar nicht auf jetzt Liebe bezogen, sondern für ihn ist es ja schon nur, schon schwer verständlich, dass man mit ihm befreundet sein will. Und das ist dann schon Gesten, die ihm zeigen, dass man sein Freund ist. Hi, let's keep going.
Man darf es natürlich nicht übertreiben, dass er es nicht irgendwann völlig falsch versteht, aber er kapiert ja schon noch nicht so richtig, dass es eine reine Freundschaft ist. Art thou just going to leave me here? Thou aren't even going to show me the picture? Später, Rules, später. Immerhin hatten wir deine schöne Musik wieder. Das war sehr gut. That was a nice boat ride, wasn't it, Chris? Ja, das war super. So. Chris? Are you wondering how Susie's doing right now? Ja, wondering schon. Well then, why don't we close our eyes? And think about what she's doing now. What a strange moon. It's like nothing I've ever seen before. This world. I wish death could see this. Is somebody there? Wait, what are you? Hey, you can't capture someone who's already captured. Susie! You saved me. Don't get used to it. Okay, I won't. Cool moon. Yeah. But it's weird, isn't it? How did we get here? No, what even is this place? Sie meint das Ganze hier, also Dark World ist die Antwort. You're just having a dream. Hä? Das habe ich nicht ausgewählt! Wieso redet sie nicht über die Dark World? Hä? Huh? Oh, that's right. Right, if you're here, it must be a dream. Huh? I mean, the real Susie probably wouldn't save me, would she? She probably doesn't care about me at all. Huh? Why would you think that? She doesn't care about anybody. Well, fair, but... Did you ever wonder why Susie never picked on you? All the time. Maybe it's 'cause when she first came to class, you lent her one of your pencils. Like a dump or candy cane looking one or something. And even though it didn't actually taste like candy, she remembered your smile and decided to spare you, you know. That's really specific. Yeah, well, wait, did you say you ate the pencil? I mean, look. Hey, so do you dream about me a lot? Well, time for me to get back to my project, haha. Okay, Susie, hit me with your axe and wake me up. Wait, no, I can't do that. Huh, why not? It's just a dream, so... I mean, didn't you wanna hang out some more? I guess Birdly can wait a little longer. Alright, let's get out of here then. Also, ich wollte, dass sie über die Dark World mit ihr redet. Das mit dem Traum ist eigentlich nicht, was ich wollte, aber es ist auch okay, das Gespräch. All we gotta do is head to the right over to this. Over here on this, hard-covered Ferris Wheel. Oh lol, sie wollte ja in den Riesenrad mit Susie. Das ist ja witzig. What's the goddamn hold up? Get on already. Sorry. LOL. Also sind jetzt vom Dach in das Riesenrad und... Was? What the hell am I supposed to do here? Damn, Chris would know what to do. Eat moss, point and hearts come out. Was? Was? D
Das klingt besser, aber ich kann mir nichts drunter vorstellen. Actually, maybe Chris wouldn't know what to do. So, Ferris wheels, huh? Kinda makes you wonder what car they were built for. It's different than riding one with Chris. The hell's wrong, you scared of Hades? No, no, I love Hades, huh? You're shaking. Well, maybe I'm a little scared, but I, to be honest, I actually like scary things. What do you mean? When we were little, me and my sister would stay up and go past our bedtime watching horror movies. First I cried, but now it's like watching them makes me feel comforted. Comforted? It's scary, but I can just turn it off, right? Now it's mostly people that are scary, haha. You can just say you mean me. Haha, well, I guess you too, but that's what's nice about you, you know? Nice? The hell does that mean? You're the good kind of scary. You aren't afraid to break the rules, you know? I wish I could do crazy stuff like you. Also, sie wollte ja crazy stuff, dann tun wir something crazy. So, if you could do something crazy right now, what would you do? Well, I jump out of the window. Aber ihr seid ja, also das ist jetzt ja, also das, ist jetzt vielleicht nicht so die beste Idee. Hä? Huh? It's a dream, right? Nee. Nee. Schlechte Idee. Nee, schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. I'd grow big angel wings and fly as far as I can, gazing back at it all. The skyline shining like holiday lights. That's kinda beautiful. Wait, you wouldn't seriously jump out, would you? Haha, no promises. Susie, what do you think looking out there? Me? Ah, komm, das... Also Susie würde eigentlich was Cooles sagen. Das würde nicht zu ihr passen. Also wenn ich jetzt mich in Noelle reinversetzen würde, das hier würde mich verwirren. Das ist so, das wäre nicht Susie. Also müsste sie eigentlich was Cooles sagen. Andererseits könnte sie auch beeindrucken, dass Susie was Romantisches sagen kann. Das ist echt eine schwierige Entscheidung. Also, weil ich mag das gerade sehr, wie die sich da unterhalten. Aber was sagt man denn jetzt? Ich würde am liebsten schon sehen, was passiert, wenn ich Romantik wähle, aber aus meiner Sicht ist das halt nicht Susie. Aber vielleicht sehe ich Susie ja auch falsch und sie kann das. Und sie kann das gut, aber es passt nicht zu ihr. Ich nehme Romantik, aber ich sage dazu, es ist aus meiner Sicht nicht Susie. Und wir gucken mal, was passiert. Seeing everything small makes me feel like... if I was Susie Zilla or something, I would wreck the whole city. Das ist nicht romantisch. Okay, sie sagt eh, was Susie like ist. Dann passt ja alles. Ha, Susie. What? Is being Susie Zilla something you think about a lot? Like... Hallo? Was sind das für Optionen? No, I just made it up now. Does your tail always do that when you lie? Hey, don't look at that. I don't have a tail, it's part of your dream. Oh, right, sorry. Guess I'll just have to check in real life too. Hey, don't! Susie, everything okay? Look, I just don't like people knowing about it. Well... I think it's a nice tail. Whatever. It's wagging. Okay. Also das war sehr romantisch, ja. You stopped shaking. Guess I got comfortable. Me too.
Oh, das war schön. Well, that wasn't too bad. Yeah. Ah. If only I could dream like this every day. Maybe it doesn't have to be a dream, you know? Susie? Maybe someday we could. Birdly, fuck off. Birdly, fuck off. Verpiss dich einfach, Birdly. Ganz ehrlich. Noelle, my lady, the has a wife to rescue you. Oh, the good part of the dream is over. Ja, genau, richtig, danke. Okay, sehr schön. Ach, komm schon. It's fine, Birdly's gonna help, we are allies. Yes, don't worry, Noelle, I'm stupid now. He's good. Look, I gotta go save the day now, alright? Good luck, Susie. Alright, Nugget Boy, it's up to you now. Leave it to me, my dear Susan. Yeah, whatever. May the smarts be with you. Ach, Mann. Ah, she left before I could. Noelle, it's hard to say this. You've done so much for me, and I. Noelle, I'm sorry. Birdly, you're actually apologizing? Thank you, I understand, you know. You've always been nice to me when it's just the two of us. You just wanted to make a happy world for me. I'm glad you realized, it sucked. Oh. Huh? I mean, yes, I was in a way apologizing for that, but I also wanted to apologize for leading you on. I know you only always helped me out because, well, you had a crush on me, so. What? Oh, sorry, please don't be embarrassed. It's understandable, but I have to tell you, I really value your friendship, okay? So I felt I had to pretend to reciprocate those feelings. What? But I don't. I never. Furthermore, I think I may have discovered someone else for me. Wen könnte er jetzt für sich entdeckt haben? Hä? Please don't be jealous. Off! Susie? What? 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 Okay. Oh, jetzt springt Susie hier runter. So, that's why. Geronimo! Oh, das ist jetzt. Oh, Geronimo ist ja richtig. Okay, cool. Miss me? Oh, of course not. Oh, Relzi, was ist das denn für eine Aussage? Just kidding, that was sarcasm. I missed you. Stimmt, sie hat ihm ja Sarkasmus beigebracht, richtig. Man, we gotta work on your delivery. Anyway, let's go. Ah, oh, Speicherpunkt. Nice. Ups, ich hab's nicht gelesen nochmal. Everyone is together, but the wind blows coldly. You are filled with a certain power. Ich hab da so ein Gefühl, dass es da oben gleich zu Ende ist. Aber. Aha. I was fishing for lost pottery in the acid when I found this photo. Please take a look. It sure is a nice photo. Susie, do you want it for your room? The hell would I want this for? Was hat er denn für ein Foto? Okay. Können wir zurück jetzt? Looks like it's completed this migration. Ja, aber können wir nicht so. Da war noch ein Gang. Mist. 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 Also hier oben geht es mit Sicherheit nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.
Und ich mochte den Part gerade sehr, muss ich gestehen. Sowohl die Gespräche zwischen Chris und Wellesley, als auch die Gespräche zwischen Noelle und Susie, als auch jetzt das letzte Gespräch zwischen Noelle und Birdly. Das war richtig gut. Das hat gerade richtig, ja, es war einfach schön.